Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal ein Thema für dieses Video. Und zwar, das Video, warum habe ich mich für die MT entschieden, ist extrem gut bei euch angekommen. Ich glaube, das ist Platz 2 oder 3 von den beliebtesten Videos auf meinem Kanal. Und was machst du hier, Mann? Und deswegen dachte ich mir, ey, daraus könnte man ein kleines neues Format machen. Und zwar, warum habe? Punkt, 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 Fragezeichen. In diesem Format geht es einfach nur darum, dass ich warum habe ich Fragen beantworte, beziehungsweise eine Frage pro Video dann. Und ja, heute haben wir halt das zweite Thema. Beim letzten Mal war es ja, warum habe ich mich für die MT entschieden? Und heute reden wir darüber, warum habe ich mit YouTube angefangen? Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Video. Ich hoffe, euch gefällt das neue Format. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Boah, wir haben heute übrigens eigentlich relativ cooles Wetter. Die Sonne ist halt draußen. Es ist so mittelmäßig warm. Also ich fahre im Hoodie und mir ist nur leicht kalt bei hohen Geschwindigkeiten, aber so geht es gerade voll klar. Ist halt sehr erfrischend. Also wettertechnisch ist sehr geil, vor allem für das, was ich hier nachmache. Obwohl es für euch, glaube ich, davor sogar kommt. Ja, das kommt für euch sogar davor. Das war die eine Stunde Schieben Challenge, die nehme ich nämlich auch heute auf. Ich weiß noch nicht, wie sie wird, weil ich nehme sie noch auf, aber ich bin sehr gespannt, ob es was wird überhaupt. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Thema an. So, und zwar, wir fangen mal ganz vorne an. Ich mache eigentlich schon übertrieben lange YouTube, nur auf verschiedenen Kanälen. Ich habe halt damals mit einem anderen Content angefangen. Das war halt dann logischerweise Gaming-Content. Kann man sich ja irgendwie denken. Hat ja damals, glaube ich, jeder irgendwie gemacht. Und ja, dann hatte ich halt mehrere Kanäle. Ich glaube, das Ganze hat mit 9 angefangen, als ich 9 war. Ich bin jetzt 17, also seit 8 Jahren. Ja, ich habe halt damals mit Gaming angefangen, hatte meinen ersten Kanal. Dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr auf den Kanal, weil da auch irgendwie das mit den Aufrufen und Abos gar nicht gestimmt hat und keine Ahnung. Dann habe ich mal irgendwann 9 gemacht, weil mir langweilig wurde und ich was zu tun haben wollte. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal 9 gemacht. Ja, dann habe ich nochmal 9 gemacht. Den habe ich dann auch 2 Jahre durchgezogen. Oder was heißt durchgezogen? Da waren auch Pausen drin, aber ich habe 2 Jahre den Kanal gehabt quasi. Und dann habe ich jetzt kurz vorher nochmal einen quasi ganz anderen Kanal gehabt. Und zwar einen VR-Content-Kanal. Der kam auch sehr gut an. Da hatte ich auch unter anderem auf TikTok, glaube ich, 22.000 Abonnenten oder Follower heißt es da ja. Aber ja, den habe ich dann im Endeffekt auch gelöscht, weil ich seitdem ich Moji kenne und ich kenne Moji echt sehr lange. Also ich kenne ihn seit circa 17.500 Abonnenten und ich gucke ihn halt wirklich seit 2017 oder was es ist. Okay, perfekt. Und damals habe ich schon gesagt, so einen Scheiß will ich auch machen. Nur mit, ich weiß jetzt nicht, wie alt ich da war, ich glaube 12 oder 11, kann ich schlecht Motorrad fahren. So, mir war klar, ich möchte jetzt nicht mit Roller anfangen, weil Roller finde ich persönlich nicht so nice. Würde ich mir selber jetzt nicht unbedingt angucken. Deswegen wollte ich halt direkt einen 125er. Jetzt habe ich halt meinen 125er Führerschein vor einem Jahr gemacht und dann eine Woche, nachdem ich dann mein Bike hatte, habe ich ja dann auch direkt mit YouTube angefangen. Und ja, das ist eigentlich so die Hauptstory, wieso ich mit YouTube angefangen habe. Deswegen, ich kenne Moji halt wirklich schon Ewigkeiten und als ich halt damals ihn geguckt habe, habe ich halt instant gesagt, ich will so einen Scheiß auch mal irgendwann machen, weil mich das halt einfach mehr interessiert als so dieser Gaming-Kram. Zumal in der Gaming-Branche heutzutage erfolgreich zu sein, ohne irgendwie vorher Fame zu sein oder irgendwas Krasses zu können, hast du einfach keinen Erfolg, weil es kann jeder machen. Jeder, der hier gerade zuguckt, kann sich OBS runterladen, wenn er einen Computer hat und Gaming-Videos aufnehmen. Und deswegen ist da halt eine riesen Fläche und bei Motovlogs ist es halt nicht so riesig, weil halt nicht jeder einen Motorradführerschein hat, nicht jeder hat ein Motorrad und nicht jeder hat eine Kamera und Lust dazu, sich das vorne dran zu klatschen, zumal ist die Kamera jetzt auch nicht so billig. Und deswegen war mir klar, ich möchte irgendwann damit anfangen. Weil damit könnte ich mir halt auch vorstellen, wirklich irgendwann mal erfolgreich zu sein. Ich versuche auf jeden Fall langstmöglich diesen Kanal beizubehalten, weil es mir halt auch einfach extrem viel Spaß macht. So, also dieses Rumfahren und mit euch labern, klingt vielleicht dumm, aber es macht mir Spaß. Also manchmal hat man natürlich auch mal so Downphasen quasi, dass man mal wirklich gar keinen Bock hat zu schneiden oder ein Video zu machen. Aber ich sage mir dann immer so, ey, du hast jetzt ungefähr, die Videos haben so immer über 100 Views, aber du hast immer über 100 Leute, die dein Content haben wollen. So, und wenn du da mal kein Video bringst, fände ich das scheiße. Deswegen möchte ich dieses Jahr auch kein Low-Content-December machen. Egal, was für ein Content kommt, es wird Content kommen. So, und weiß ich nicht, ich finde es jetzt echt krass, dass wir nach einem Jahr das erreicht haben. Weil das Problem ist, wenn man zu schnell wächst, dann ist der Hype auch schnell wieder rum und dann ist man noch demotivierter, weil halt so, du hast dann so 20.000 Abonnenten und so, keine Ahnung, 100 Views gefühlt.
Also jetzt genauso viel wie ich. Und das macht dann auch keinen Spaß. Also es sollte einfach ausgeglichen sein. Ich finde, YouTube ist auch einfach ein extrem geiler Zeitvertreib. Weil manchmal sitze ich da, niemand hat Zeit. Du denkst dir, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann kannst du einfach ein Video schneiden, ein Video machen. Hast du deine Leute, mit denen du reden kannst. Und keine Ahnung, auch auf Insta, meine Stories haben mittlerweile über 100 Views auch. Du kannst so geil mit der Community interagieren. Und weiß ich nicht, auch das Rideout freue ich mich extrem drauf, dass man einfach mal so sieht, wer einem so zuguckt und so. Das ist... Ich freue mich da drauf. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mal eure Meinung zu allem einfach in die Kommentare schreibt. Alles, was euch jetzt gerade so in den Kopf kommt zu mir. Weil konstruktive Kritik habe ich nichts gegen. Ich verbessere mich gerne, wenn es irgendwas zu verbessern gibt. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch eigentlich alles zum Thema, warum ich mit YouTube angefangen habe und so ein bisschen Real Talk und sowas abgeschlossen, weil es bringt jetzt nichts, sonst rede ich 20 Mal das Gleiche, habe ich wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, warum ich mit YouTube angefangen habe. Und ich möchte auch noch viele Leute dazu bringen, dass sie mit YouTube endlich anfangen, weil YouTube ist so ein geiler Zeitvertreib und du hast immer irgendwie was zu tun, du hast nie Langeweile und keine Ahnung, ich finde, es macht extrem viel Spaß. Aber ich finde, man muss auch für dieses ganze Zeug geboren sein quasi. Also ich mache es halt, wie gesagt, seitdem ich 9 bin und deswegen, es ist für mich halt normal geworden, deswegen wurde mir so extrem langweilig auch immer, wenn ich dann aufgehört habe damit. Weil es mir einfach Spaß macht, so Videos zu machen, schneiden und dann am Ende hast du sie auf YouTube und wenn es dann noch gut bei den Leuten ankommt, bist du maximal motiviert. Ich finde, dass wir für so einen kleinen YouTuber unter 1000 Abonnenten echt eine sehr geile Community haben. Und deswegen danke an jeden Einzelnen von euch. Und jetzt sollten wir echt langsam mal aufhören mit diesem ganzen Depri-Gelaber hier, Mann. Aber das muss auch mal sein, bisschen Deep Talk. Und dafür ist das Format ja gemacht. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.